So, hallo meine lieben Zwillinge und Zwilling-Aszendenten, ich begrüße euch. Ja, ich will mal wieder schauen und euch mitteilen, was bei euch im November beachtenswert ist. Denkt bitte daran, dass es fürs Kollektiv ist, das heißt, kann und wird nicht für jeden zutreffen. Aber sollte etwas auftauchen in dieser Richtung, was ich euch jetzt gleich mitteile, dann wisst ihr wenigstens schon mal Bescheid und eventuell auch, wie ihr euch eben zu verhalten habt. Wir fangen mal mit der Liebe an. Da habe ich allerdings nichts. Karriere und Finanzen haben wir vom Anhalten seit 18. Oktober, habe ich wie gesagt letztes Mal ja auch schon mitgeteilt. Das heißt, das ist ja immer noch vorherrschend bis zum 4. Dezember dann wirklich rein. Aber trotzdem, ich sag's euch nochmal, es droht praktisch das Risiko, dass ihr den falschen Idealen hinterherlauft. Also statt etwas Eigenes zu entwickeln, orientiert ihr euch an anderen. Ja, und das kann in die Irre führen. Selbst wenn ihr der festen Überzeugung seid, etwas ganz Richtiges zu tun oder edle Ziele zu verfolgen, kann es sein, dass ihr euch in eine Sackgasse bugsiert. Macht lieber weniger, dafür aber mit Vorsicht und der Möglichkeit der Umkehr. Ein falsches Statement kann euch nämlich jetzt in der Firma in eine unangenehme Lage bringen. Bei den Finanzen hört ihr zum Glück nicht so schnell auf die angeblich todsicheren Anlagetipps anderer, und das ist eben auch gut so, meine Lieben. Gesundheit und Vitalität haben wir noch vom 10. bis 26. November, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da ist der liebe Mars in Konflikt mit dem Neptun. Das bedeutet, dass eure Energie doch ziemlichen Schwankungen unterliegt ist. Also es kann natürlich immer mal so hoch und runter gehen und ihr euch keine Belastungen aufladen solltet, dessen Tragweite ihr nicht abschätzen könnt. Also euer Nervenkostüm könnte auch ganz schön angekratzt sein, vor allen Dingen, wenn ihr schnell müde werdet. Passt auf, dass ihr es mit der Einnahme von Medizin oder Medikamenten und auch Alkohol natürlich nicht übertreibt, also alles in Maßen, falls ihr zu Suchtverhalten neigt. Eventuell ist die Gefahr erhöht, dass ihr euch eine Infektion oder eben auch eine Entzündung einfangt. Meidet daher Ansteckungsgefahren und haltet euch warm und trocken. Also lieber mit dem Schal und so weiter rausgehen, eine Mütze. Ihr wisst Bescheid, die stürmische Zeit und so weiter geht jetzt los. Ja, meine Lieben, das war's eben bis hierhin und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Ciao!